Hallo, einen langen Film gibt es heute nicht. Ich will euch bloß ein bisschen was erzählen heute. Erst einmal zum Anfang, kleiner Filmtipp, seichte Unterhaltung. Gestern zufällig angeschaut, auf Netflix rumgezappt und gesucht, was man anschauen könnte. Und da habe ich eine amerikanische Komödie gefunden aus dem Jahr 2018. Anscheinend gerade auf Netflix reingekommen. Und zwar geht es da um das Thema Basketball oder besser gesagt Streetball. Lustige kleine Geschichte von einem Turnschuhverkäufer, der von seiner Alten rausgeschmissen wird, auf der Straße steht und möchte aber an dem bekanntesten und größten Streetball-Turnier von New York teilnehmen. Der Film heißt Uncle Drew. Und der war eigentlich ganz lustig. Einfach was zum Lachen, seichte Unterhaltung. Da geht es um diesen Turnschuhverkäufer, der dann eine Truppe zusammentrommelt, um an dem Streetball-Turnier teilzunehmen und da ein paar Rentner reaktiviert, die für ihn spielen sollen. Da geht es um $100.000. Lustig anzuschauen, Uncle Drew. Da spielt kein geringerer mit wie Shaquille O'Neal zum Beispiel. Und lasst euch überraschen, ist was zum Lachen, nichts Anspruchsvolles. Dann will ich heute noch was machen. Ich will noch eine Dachrinne montieren und will ein Flugzeugmodell lackieren. Die erste Lackierung, das wird einmal ein extra Filmchen. Habe ich gerade fertig, steht jetzt zum Lackieren an. Deswegen heute wenig Zeit. Ein Parkside-Werkzeug habe ich heute noch gekauft beim Lidl. Das will ich euch auch noch extra vorstellen, aber heute nicht mehr. Und deswegen, es ist jetzt Mittag, will ich ein Pfeifchen rauchen. Das ist eigentlich das Thema von dem heutigen Film. In der Degner Korncob, die ich erst vom Matze geschenkt bekommen habe, möchte ich heute mir keinen Pfeifentabak rauchen. Ich will heute mal den schwarzen Krauser probieren in der Pfeife. Also so ein Schack, so ein Zigarettentabak, so ein Feinschnitt. Ich habe da auch so einen kleinen Papierfilter rein, der hier reinpasst, der so ein bisschen die Feuchtigkeit rausfiltert und das Kondensat. Die stopfe ich mir jetzt mal mit dem schwarzen Krauser, anstatt einer Zigarette, anstatt einem Pfeifentabak, kommt heute mal der schwarze Krauser hier in die Pfeife rein. Schauen wir, wie der abbrennt und wie sich dieser Zigarettentabak in der Pfeife rauchen lässt. Ziehen tut es mir gut, auch mit dem Filterchen. Machen wir mal voll. Schauen wir, wie lange das runterbrennt. Ob das funktioniert, hier den schwarzen Krauser Zigarettentabak in der Korncob zu rauchen. Die Welthölzer sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Die Zündköpfe sind teilweise ein bisschen zwei Versager hintereinander. Enttäuscht mich jetzt aber wirklich. Die zünden gar nicht richtig durch. Leute, hier muss nachgebessert werden. Das ist nicht mehr diese Qualität aus den 70er Jahren. Geht aus! Skandal! 5 Streichhölzer, die nicht funktionieren. In der Wildnis wäre das fatal. Sieht aus, als wenn ich jetzt wegen den Streichhölzern den Film unterbrechen muss. Jetzt habe ich 2 auf einmal genommen. Ja, schmeckt.
der Feinschnitt in der Pfeife. Wenn ich das Pfeifchen durch habe, geht es ans Arbeiten. So eine Kunststoffdachrinne montieren, kleben, anpassen. Und am späten Nachmittag die Airbrush anschmeißen und hier das Flugzeug lackieren, oben und unten. Es schaut eben doch besser aus als gepinselt. Vielleicht habt ihr erraten, was das für ein Modell ist. Das ganze Dekor werde ich aber nicht airbrushen können, weil das ziemlich kleine Flecken sind, die wohl noch drauf können. Das Tarnschema. Ich werde also die Grundfarbe werde ich lackieren mit der Airbrush und die dreifarbigen Flecken werde ich noch mit dem Pinsel auftragen. Und wenn es trocken ist, ein bisschen mit der Stahlwolle die Oberfläche glatt machen. Man sieht eben einfach den Pinselstrich, den sieht man noch auf der Oberfläche. Ja, lässt sich gut rauchen. Die Kornkopf ist wirklich geeigneter für diese Zigarettenmischung. Ich bin halt einmal der Filtertyp, ich rauche nur Filterpfeifen. Aber der schwarze Grauser schmeckt in der Kornkopf wirklich richtig gut. Passt richtig gut rein in die Pfeife. Ich habe das Problem, dass ich, wenn ich Aromaten rauche oder irgendwelche andere Tabake, auch naturnahe in der Pfeife, in filterlosen Pfeifen, ist einfach nicht mehr Geschmack. Hat man das so angewöhnt. Das Parkside-Werkzeug, wo ich mal gekauft habe, das kann ich auch gut brauchen. Ich bin nämlich ein schlechter Säger. Ich schneide gerne mal was schief ab. Wisst ihr schon, in welche Richtung das es geht? Da werden wir mal einen extra Testschnitt machen. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch den Onkel Drew an. Also ist nichts Anspruchsvolles, das sage ich euch gleich, aber zum Lachen. Mal schauen, ob ich mein Pensum heute schaffe. Eigentlich wollte ich erst das Flugzeug machen, aber die Dachrinne ist wichtiger. Muss man auch gar nicht so nachstopfen, den Zigarettentabak, der brennt recht gut runter. Echt coole Sache. Einen schwarzen Grauser in der Pfeife, ja. Jetzt muss ich doch glatt mal schauen, ob ich den Fanel auch noch mal kriege. Den, wo ich in die 70er Jahre geraucht habe. Als Vergleich. Das war es auch schon wieder, sonst wird das Filmchen zu lang. Ich rauche jetzt fertig und dann geht's los mit der Arbeit. Ciao und Servus.